Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einer neuen Brawl Stars Folge auf meinem Kanal. Heute werden wir die Rangliste auseinandernehmen, deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues Video raus. Und ich würde sagen, let's go mit der Runde. Migo TV, hier kommt der YouTube-Kanal. Games und Beats, ich bin der Boss im Saal. Fortnite, Call of Duty, das sind meine Spiele. Mit dem Lenkrad, Gurt zu Fuß, ich zeig euch die Rille. Ich zocke die Schlachten, fange die Pokémon. Ich nehme euch mit auf eine Reise, los geht's schon. Fiona und Hiro, meine Katzen sind dabei. Wir haben Spaß und sind bereit. So, starten wir mal hier den Ranglistenmodus. Ich habe den lange nicht mehr gezockt gehabt. Oh Gott, Brawl Ball. Das ist wirklich der Modus, den ich am schlechtesten kann. Aber wir haben hier auf jeden Fall ein paar Leute zur Auswahl. Wird mal, weil wir Draco jetzt einfach mal gelevelt haben, mal Draco nehmen. Wir haben ja mittlerweile so, ich glaube, wir hatten, wie viele Leute waren es gerade, wie viele Brawler hatten wir gerade zur Auswahl? Ich glaube, 5, 6, 6 Stück. Also werden immer mehr und mehr. Und bin ich mal gespannt. So, let's go. Mit 1 HP überlebt, dank dem Gadget. So, wichtig und richtig. Oh Gott, der Ball ist hinten. Spiel hier. Spiel ihn doch. Perfekt. So. Und wir laufen rein, let's go, 2-0 und das Match ist vorbei. Junge, 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 wir haben richtig rasiert, 4-0. Hat richtig Bock gemacht. 100 Punkte, ihr könnt ja mal auch reinschreiben, was für einen Rank ihr habt und ob ihr Ranglisten-Matches überhaupt zockt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Siege 24 Gegner, wir kriegen da auf jeden Fall EP und wir dürfen hier mal was aufmachen. Sehr nice. Und hier. 1080, das heißt, wir dürfen noch einen Stern. Noch einen Star-Drop. Okay, der wow, 20 Blink, belastend. Und wir kriegen hier auch gleich bei dem nächsten Aufstieg noch einen Star-Drop. Gehen wir direkt ins nächste Ranglisten-Game. Also, ich macht auf jeden Fall Bock. Okay, Kopfgeldjagd. Okay. Den Modus habe ich auch nicht so oft gezockt. Hier, wir sehen es jetzt nochmal. 7 Charaktere haben wir momentan zur Verfügung. Ich nehme Draco. Draco ist einfach wirklich OP. Edgar nehme ich nicht mehr, sonst frontet ihr mich wieder weg in den Kommentaren. Okay, okay. In dem Modus zocke ich auch fast nie. Man muss doch da in dem Modus einfach die besiege Gegner, um Sterne zu verdienen. Okay, gut. Einfach so viele Gegner wie möglich wegflexen. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich wollte das Gadget anwenden. So, wir haben schon mal. Let's go, dann nehmen wir gerade den nächsten auseinander. Und die Ult ist einfach wirklich OP. So kurz Gadget anwenden, damit wir wirklich nicht down gehen. Let's go, oh Gott. Das hat mich jetzt, jawohl, aber wir haben, nein, die haben gewonnen. Verdammt, das war richtig knapp. Ja, das macht mir nicht so Bock. Okay. Gehen wir auch direkt hier weiter ins nächste rein. Nochmal Kopfgeldjagd. Die Map sieht ja richtig merkwürdig aus. Wollen wir mal jemand anderes als Draco nehmen? Vielleicht Cold? Nehmen wir mal Cold. Probieren wir es mal aus. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was so für Kopfgeldjagd der beste Brawler wäre. Oder beziehungsweise anhand welcher Map die, der beste Brawler da ist. Oh Gott, ich bin direkt down gegangen. Oh Gott, die haben schon 4 Sterne. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. 9-20, 7-20. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen hier aufholen. Oh Gott, den einen hatten wir gerade fast.
Die führen wieder. Also der Modus liegt mir wirklich nicht so. Okay, 13. Oh Gott. 17, 13, 17. Wir müssen aufholen. Und Baba Pro geht zu stark rein, glaube ich. Oder gehe ich wieder zu stark rein? Ich bin wieder rein. Ja, belassen, das war meine Schuld. Gott, ich muss defensiver spielen. Ich bin da so trash in dem Modus. Obwohl Draco wäre, glaube ich, da in der Map tatsächlich der bessere gewesen. Ja, oh mein Gott. Baba Pro hat es richtig nice gemacht. Aber es ist, ich sehe 2 zu 5, das ist auf jeden Fall nicht meine Runde. Wir gehen direkt ins nächste Game rein. So hoffen wir mal, dass es jetzt diesmal was anderes wird. Außer Kopfgeldjagd. Es ist wieder Brawl Ball. Okay, zweimal Brawl Ball, zweimal Kopfgeld. Ich würde auf Draco gehen. Mit Draco lief es am besten, glaube ich, so das Gefühl, oder? Also ihr könnt mal reinschreiben, wirklich, wer für Brawl Ball und für Kopfgeldjagd die besten sind. Weil Brawl Ball ist eigentlich immer der Modus, wo ich am meisten verliere. Da bin ich wirklich chancenlos, da bin ich grottenschlecht. So. Gehen wir nochmal rein. Irgendwie ist es gerade abgebrochen. Und das diesmal ist Tresorraub. So, Tresorraub. Und wir nehmen jetzt Draco. Let's go. Sekunden. Okay, was wählen die Gegner aus? Wollen die überhaupt auswählen? Kann man einfach wirklich sagen, ey, ich habe keinen Bock auf den Modus und dann wählt man einfach nicht und wird dann rausgeschmissen? So. Oh mein Gott, da ist irgendwie gerade die Verbindung irgendwie abgebrochen. Zu meinem iPad. Keine Ahnung, was da auf einmal los war. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles einwandfrei in der Aufnahme. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Muss ein bisschen heilen. Oh, der spielt mit einem Edgar und mit einem Bo. Okay, also Edgar, Bo und wer war der dritte? Gott, oh Gott. Nein, oh mein Gott, die haben mich mit der Ult geholt. Und jetzt machen die den Tresor kaputt. Nee, 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 nee. Komm, wir müssen jetzt nach vorne pushen. Wir müssen da jetzt Damage verteilen. Oh Gott. Nein, wieder zünde ich die Ult und bin wieder down. Oh Gott. Der Modus ist ja richtig schwer. Okay, wir machen gerade richtig gut Damage. Oh mein Gott, wir machen jetzt richtig Damage. Oh mein Gott, wir hätten den fast nur... Jawohl, wir haben es. Oh mein Gott, das war so wichtig. Das war so wichtig. Ich habe zwar nur 1-3 gespielt gehabt, aber wir haben es wirklich gerade optimal gemacht. Das war eine richtig, richtig gute Runde. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn jeden Tag um 14 Uhr kommt hier ein neues Video raus. Und jeden zweiten Tag auf jeden Fall ein Brawl Stars Video. Deswegen macht das. Abo, Like. Am besten noch in die Kommentare schreiben für den Algorithmus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Adios, amigos. Ciao, ciao. Das Video, abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.